zum Glück fühle ich mich bei der Arbeit hier nicht vom Jobkiller bedroht. Nee, der kommt nicht zu Exigo. Nee. Also cool ist, man muss sich hier wirklich keine Sorgen machen, dass man nächste Woche nichts mehr zu tun hat. Im Gegenteil, Projektsituation ist immer ziemlich gut. Wir haben immer ausreichend zu tun. Ja, die wirtschaftliche Welt passt sich ja immer an. Man sieht immer mal, dass es vielleicht im Bankenbereich auch mal zu Problemen kommen kann. Aber gerade das Hilfsmittel, um diese Probleme zu lösen, sind ja digitale Technologien und einfach Maßnahmen des Fortschritts, um Dinge zu verbessern. Und von daher sind wir genau am Zeitgeist in der richtigen Welt unterwegs, um halt diesen etablierten Geschäft so einen neuen Anstrich zu verpassen. Und von daher ist das eine coole Aufgabe. Und ich mache mir über die nächsten 25 Jahre überhaupt keine Sorgen, bei Exigo zu bleiben. Ich glaube auch, das ist was, wo ich mir im Alltag gar keine Gedanken drüber mache. Nee, genau. Einfach, ne? Also das ist halt, dieser unbefristete Arbeitsvertrag ist halt einfach da, war von Anfang an da. Und es ist einfach, es gibt einem diese Sicherheit, dass es einfach wegfällt. Ja, zum Beispiel, als ich aus der Elternzeit wiedergekommen bin, konnte ich auch einfach wiederkommen, meinen alten Job wieder haben. Und dann war das ist, glaube ich, auch keine Selbstverständlichkeit.